In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Regressionsgleichung aufstellt. Als Datensatz verwenden wir ein Beispiel aus der Vorlesung. Die Gleichung sieht zunächst so aus. Wir haben einen Schätzwert für y. Das i steht hier für einen spezifischen Datenpunkt. Also wir sehen hier, gibt es 10 Datenpunkte und das i ist einfach eine Laufvariable von 1 bis 10. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Konstante b0 plus den Anstieg b1 und dann den entsprechenden x-Wert. Ich schreibe hier b0 und b1. Es ist aber durchaus möglich, auch andere Variablen zu schreiben. Wichtig ist einfach, dass es eine lineare Funktion ist, also y ist gleich mx plus b. Und die genauen Variablenbezeichnungen spielen eigentlich keine große Rolle. Ich verwende 0 und 1, weil es dann einfach ist, die Gleichung zu erweitern. Wenn man jetzt noch mehr Variablen hätte, noch mehr UVs, dann könnte man einfach b2, b3 und so weiter schreiben. Das ist dann die multiple Regression, die dann erst später behandelt wird. Das ist also die Gleichung. Was uns jetzt unbekannt ist, ist b0 und b1. Und man kann jetzt einfach in die Formelsammlung schauen und die entsprechenden Formeln hier aufschreiben und dann ausrechnen. Man kann sich auch zumindest für b0 sehr leicht überlegen, was die richtige Formel sein sollte. Und zwar ist es so, dass bei einer Regression die Regressionsgerade immer durch die Mittelwerte von y und x geht. Das heißt, wenn wir hier mal als einen Wert y Mittelwert, also y Strich aufschreiben, dann wissen wir, dass der dazugehörige x-Wert, das muss der Mittelwert von x sein. Wenn wir jetzt nach b0 umstellen, dann haben wir schon die Formel für die Konstante. Der Mittelwert von y, der steht hier schon. Das ist der Mittelwert von x. Der Mittelwert von y steht hier. Das haben wir schon, jetzt fehlt uns nur b1. Für b1 ist die Formel nicht so simpel. Man kann die auch ableiten, das ist dann ein Minimum von den Abweichungsquadraten. Könnt ihr einfach bei YouTube Videos suchen, da gibt es sehr viele dazu. Also muss man das nachschlagen, also wir haben jetzt keine Zeit hier die Ableitung zu machen. b1 ist einfach die Kovarianz von x und y geteilt durch die Varianz von x. Es gibt auch noch eine andere Formel, die ist sehr ähnlich. Das ist nämlich die Korrelation von x und y mal sy geteilt durch sx. Das ist auch möglich und wir werden später diese Formel verwenden, um unsere Berechnung nachzuprüfen, denn wir sehen hier in dem Scatterplot steht schon die Korrelation. Also können wir die dann direkt verwenden. Und werden jetzt aber erstmal mit dieser Formel B1 berechnen. Die Kovarianz, die haben wir auch schon gegeben, die steht nämlich hier, das sind diese 4,68. Also können wir die schon mal aufschreiben und dann müssen wir das Ganze noch durch die Varianz von x teilen, das haben wir natürlich noch nicht. Also müssen wir die Varianz von x noch berechnen und das ist einfach jeder Wert minus den Mittelwert ins Quadrat, das Ganze aufsummiert und dann durch n geteilt. Der Vorteil bei diesem Beispiel ist, dass wir bereits xi minus Mittelwert für die einzelnen Datenpunkte berechnet haben, also die stehen schon da. Das heißt, wir können uns das jetzt hier ganz einfach machen, das ist ein Zehntel und jetzt haben wir hier minus 5,2 ins Quadrat. Wir müssen das Ganze noch quadrieren, ne? Also das ist jetzt nur x minus Mittelwert von x. Und dann machen wir das für alle Werte. Ich kürze das mal hier ab mit einer Folge. Und dann haben wir hier am Ende die 5,8 ins Quadrat. Da hätte man jetzt auch keine Klammer gebraucht. Und das können wir jetzt mal ausrechnen. Da könnt ihr euren Taschenrechner zücken. Und ich tippe das mal hier ein. Wenn ihr das eintippt, dann könnt ihr natürlich das Minus einfach weglassen. Ihr quadriert es sowieso, also könnt ihr euch da ein paar Tastendrücke sparen und seid etwas schneller. Ich mache das jetzt hier mal, dass man auch sieht, wie lange so eine Berechnung dauert per Hand. Das ist jetzt natürlich nicht so spannend, Sachen in den Taschenrechner tippen.
Und da komme ich auf eines 129,6 und das Ganze dann durch 10 geteilt, also das ist ein Zehntel. Also die Summe selbst sind 129,6 und da sehen wir durch 10, das sind dann 12,96. Das ist die Varianz. Wenn wir die jetzt hier einsetzen, haben wir schon B1, also 4,68 durch 12,96 sind 13/36 beziehungsweise 0,361. Ich runde hier auf zwei Stellen. Das reicht in unserem Fall aus. Falls in der Klausur irgendwas berechnet werden sollte, dann würde dastehen, auf wie viele Stellen man das runden soll. Ich denke, auf zwei Stellen ist okay. Also 0,36 kommt raus. Jetzt können wir auch B0 entsprechend berechnen. Der Mittelwert von Y, der steht da, das sind 7,6. B1 haben wir gerade berechnet, das sind die 0,36. Und der Mittelwert von x sind 9,2. Was kommt da jetzt raus? 7,6 minus 0,36 mal 9,2. Das sind 4,288. Wie gesagt, ich runde hier auf zwei Stellen, also 4,29. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Regressionsgewichte, also die Konstante und den Anstieg. Jetzt können wir die Regressionsgleichung aufstellen. Ich würde das mal hier unten hinschreiben. Also yi Dach sind diese 4,29 plus 0,36 mal xi. Bevor wir jetzt einen Wert ausrechnen, also einen Schätzwert und das entsprechende Residuum dazu, würde ich nochmal kurz auf diese Formel hier eingehen mit der Korrelation, denn wir können mit dieser Formel überprüfen, ob unsere Berechnung stimmt. Also ist wie ein Check. Und dafür brauchen wir aber noch die Standardabweichung von y, die haben wir noch nicht. Also SY müssen wir noch berechnen. Und das ist natürlich die Varianz, also die Wurzel aus der Varianz von y. Und die Varianz, die hatten wir ja schon bei x aufgeschrieben. Und auch hier können wir diese Tabelle ausnutzen. Also da stehen schon die Abweichungen. Und wenn wir die quadrieren, aufsummieren, dann haben wir schon die Varianz. Also durch n muss man natürlich noch teilen, aber. Das heißt, wir rechnen hier minus 2,6 ins Quadrat, minus 1,1 ins Quadrat und so weiter. Ich kürze das hier wieder ab bis zum letzten Wert, der in diesem Fall 2,4 ist. Okay, und auch hier wieder den Taschenrechner zücken und was haben wir hier? 2,6 ins Quadrat, 1,1 ins Quadrat. Noch ein Hinweis beim Taschenrechner, zumindest meiner kann das, bei den Werten, die eine 0 haben, also 0,6 hier in dem Fall, da kann man die 0 weglassen. Das können die Taschenrechner üblicherweise verstehen, die, dass das 0,6 bedeutet. Und in R ist das auf jeden Fall der Fall. Also wenn man da abkürzen möchte, kann man das tun. Okay, das Ganze durch 10, diese quadrierten Werte, die Summe davon durch 10 und die Wurzel draus gezogen. Da kommt bei mir 1,74 raus, also gerundet auf zwei Stellen. Und somit kann ich jetzt auch über die Korrelation das Ganze berechnen. Die Korrelation, die steht ja hier, ne, sind Punkt 75. Also haben wir 0,75 mal SY, haben wir gerade berechnet, sind 1,74 geteilt durch die Standardabweichung von x. Wir haben nur die Varianz von x, s Quadrat x, aber wenn wir die Wurzel draus ziehen, dann haben wir die Standardabweichung, also durch Wurzel von 12,96 und das können wir jetzt auch wieder eintippen. Und was erwarten wir jetzt hier? Naja, natürlich den gleichen Anstieg, also 0,36 sollte rauskommen. Und ich kriege hier 0,3625. Das scheint hinzuhauen. Ist wieder der gleiche Wert.
Jetzt, nachdem wir nachgeprüft haben, dass das stimmt, können wir auch mal für einen Wert, ich würde jetzt einfach mal für den ersten Wert, den Schätzwert berechnen. Also statt i setz mal hier 1 ein und das sind dann 4,29 plus 0,36 mal den x-Wert und der x-Wert ist in dem Fall 4. So, was kommt da raus? 4,29 plus 0,36 mal 4, 5,73. Und diesen Wert, den können wir hier eintragen, 5,73. Und jetzt können wir noch das Residuum berechnen. Das Residuum, ich schreibe das mal hier, also als Rest von i. Das ist immer der y-Wert, also der tatsächliche y-Wert, minus der geschätzte y-Wert. Das darf man nicht verwechseln, wenn man das falsch rum aufschreibt, dann ist das Vorzeichen nicht richtig. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir rechnen in dem Fall für den ersten Wert diese 5 minus die 5,73 und da sehen wir, da bleibt ein Restresidium von minus 0,73. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch für die anderen Elemente machen von unseren Daten, also hier für die verschiedenen Werte von i. Das spare ich mir jetzt. Ich denke, es sollte klar sein, wie das Ganze funktioniert. Und diese Residuen, die hier dann rauskommen, die würde man dann üblicherweise noch plotten. Da würde man dann zum Beispiel erkennen, ob es zum Beispiel einen nichtlinearen Zusammenhang gibt oder etwas in der Art, also ob es irgendwelche Verletzungen von Voraussetzungen gibt. Das wäre jetzt die Aufstellung einer Regressionsgleichung. Ich hoffe, dass das verständlich war. Wenn es Fragen gibt, gerne auch im Forum posten. Ich hoffe, Sie konnten was lernen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video.